Unterwegs mit dem ersten vollelektrischen Scania-Bus. Seit 3 Monaten fährt er von Montag bis Samstag durchschnittlich 15 Stunden ununterbrochen im 30-Minuten-Takt auf der Linie 8 der regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen. Und das emissionsarm mit Wettinger Naturstrom. Scania investiert nicht nur in die Antriebstechnologien der Zukunft, sondern ebenfalls in das wichtigste Gut im Straßenverkehr, die Sicherheit. Um diese zu gewährleisten, setzt Scania auf ein innovatives 360-Grad-Digital-Kamerasystem. Sicherheit spielt wie immer eine grosse Rolle, natürlich. Obwohl es ein Elektrofahrzeug ist, ist es aber nicht anders für uns von den Vorsichtsmaßnahmen, die wir treffen müssen. Es ist also ein sicheres Fahrzeug. Franz Frey ist seit 30 Jahren Busfahrer und kennt die Gefahren und Herausforderungen an die heutigen Sicherheitsanforderungen eines modernen Personenbusses. Ja, da muss immer voll 100% wenn wir da sind, oder? Immer auf Draht. Heutige Zeit sowieso mit dem Verkehr und mit den Fußgängern, oder? Und nicht mehr auf die Straße schauen und die Velofahrer. Die Sicherheit der Passagiere und der Passanten ist für Scania das Wichtigste. Das übersichtliche Cockpit reicht nicht aus, um jeden Winkel außerhalb des Busses immer im Blick zu haben. Dank Scania und dessen digitalem Rundumsicht-Kamerasystem hat Franz Frey jetzt Sicht rund um den ganzen Bus. Also die Kamera ist ideal, wenn man auch in einer Haltestelle steht, siehst du um den Bus herum, oder, was so geht. Oder? Also sicher eine Erleichterung, dass man das alles ein bisschen beobachten kann, was rundum läuft, um den Bus herum. 4 Rundumsichtkameras gewähren eine Sicht aus der Vogelperspektive in alle Richtungen. Tote Winkel hinter dem Bus oder einsteigende Passagiere, alles wird auf den 7 Zoll großen TVI-Monitor übertragen. Das moderne Kamerasystem kann in jedem Bus oder LKW mit festem Aufbau nachgerüstet werden. Scania bringt Passagiere sicher und umweltschonend ans Ziel. Dank Elektrobus und 360-Grad-Digital-Kamerasystem.